Schweizer Familie präsentiert. Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viollier, mehr als Labormedizin. Heute reden wir über eine chronische Lungenkrankheit, nämlich COPD, aber ein bisschen später in der Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Zuerst geht es um ein Tabuthema, Sexualität, wenn man älter wird. Die Sexualität verändert sich aber nicht nur im Alter, sondern auch in einer langjährigen Beziehung. Soll man das einfach akzeptieren oder soll man etwas dagegen machen und wenn ja, was? Wir haben ein paar getroffen, die sehr offen über ihre Erfahrungen reden. Die Wahrnehmung ist ja, dass es einfach wirklich nicht mehr gleich ist wie noch vor 20, 30 Jahren. Eigentlich möchte man, aber man tut nicht wirklich. Es findet auf jeden Fall viel weniger statt. Und das ist beidseitig sehr, wahrscheinlich auch eine körperliche Thematik. Es gibt Veränderungen. Also ja, ganz stark auch einfach die Wechseljahre gespürt. Das hat einfach der Körper sich verändert. Man wird ein bisschen schwerer. Ich könnte nicht mehr im Bikini rumlaufen. Nicht, dass ich mich geschämt hätte, aber ich habe mich dann schon natürlich zwischendurch schon gefragt, ist es noch okay, gefällt ihnen noch? Die Gelenke sind nicht im Ganzen so geschmeidig. Und einfach auch der ganze Akt ist nicht mehr zum Teil auch schmerzhaft geworden. Als ich dann auch musste, von der Frauenärztin Hilfe annehmen und das irgendwie wieder in den Griff bekommen. Ja, und vielleicht gegenüber früher hast du auch nicht mehr den gleichen Trieb. Und dann, wenn natürlich die Partnerin Schwierigkeiten hat, eben Schmerz oder was auch immer, dann ist das ein absolutes No-Go. Dann ziehst du dich zurück, nimmst Rücksicht. Von früher war es eigentlich täglich ein Thema. Und heute, wenn du natürlich so monatelang nicht, je länger es wartest, obwohl es das unbewusst ist, wie schwieriger wird es, nur schon den Anlauf zu machen. Die Hemmschwelle, die einfach institutionalisiert da ist, wie die durchbrichst du das? Oder? Einfach, passt sie jetzt gerade? Tut etwas weh? Hast du zu heiss oder überhaupt? Oder? Einfach, natürlich, das sind alles Ausreden. Oder? Aber es ist halt gleich ein Teil von dir selber geworden, den du nachher einfach wieder musst durchbrechen und eigentlich wieder einen Mupf geben, um eigentlich in die Konstellation zu kommen, wo es stimmig ist, wo es schön ist, wo es natürlich nachher eigentlich, einfach mal nachher sagst, hey, das hat gut getan. Wir haben vor 4 Jahren den ersten Enkel bekommen. Und irgendwie hat das auch etwas gemacht mit uns. Jetzt sind wir grosse und grobe. Obwohl das, eben, wir haben eigentlich gar nicht darüber geredet. Es ist einfach in der Tiefe über das Thema offen darüber reden, habe ich das Gefühl, dass man in unserer Generation nicht mehr so ein bisschen Sprüche machen. Es kommt von unserer Prägung, von wie ist man eigentlich mit dem Thema Sexualität in unseren Jugendjahren eigentlich umgegangen. Aufklärung war dann nicht Aufklärung, wie es heute ist, denke ich. Und das setzt sich fort, das ist also wie das Schämende, das Zurückhaltende, abgesehen von diesen Sprüchen, das tut natürlich nachher andeutungsweise. Heute habe ich lieber ein Gottlet als Sex, zum Beispiel. Oder? Also das sind so Sprüche, die man natürlich macht im vertrauten Kreis. Es ist im Raum und sehr viele, die ja gleichaltrig waren, sind ja von dem genau gleich betroffen. Bei mir ist Frau Dr. Daniela Wetzel-Richter. Sie sind Ärztin, Psychosomatikerin, Psychotherapeutin an der Klinik Schütze in Rheinfelden. Was wir jetzt hier gerade gehört haben, ich habe das Gefühl, das spiegelt die Realität von vielen Paaren. Oder wie sehen Sie das? Ja, ich dachte auch gerade noch mal, so typisch, so die Hemmung, die steigt, wenn man ja nicht mehr so häufig miteinander ist und dann unsicher wird. Und ja, auch so die Zeit, wo dann die Enkel kommen und dann gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Und er hat gerade so schön gesagt, wenn es Schnitzel wichtiger ist, ja, dann hat man andere Prioritäten. Aber es ist aber auch so etwas, wo es auseinanderläuft. Und, Was soll man denn machen in diesen Situationen?
reden darüber und? Naja, soll, also ich glaube, es liegt viel dran, was das Paar will. Ja, wenn die sagen, es ist doch eigentlich schade und das ja, ist auch ein Leidensdruck, da ist uns was verloren gegangen, dann kann man das sehr unterstützen. Manchmal muss man es auch so ein bisschen wie anschubsen und sagen, es ist doch schade, dass die Sexualität nicht mehr stattfindet. Und jedes Paar entscheidet selber, was es so, ja, was es so persönlich möchte. Ja. Aber hat eine Sexualität denn eine Art ein Ablaufdatum? Nein, sicher nicht. Nein. Also man weiß, dass viele Frauen wie auch Männer noch im Alter aktiv sind. Es gibt so Zahlen mit circa 70. Wenn man jetzt die Frau anschaut, so jede dritte Frau oder 50% gibt sogar Zahlen, die sind noch sexuell aktiv. Häufig ist aber, dass kein Partner mehr da ist und dann wird es halt schwierig. Und wenn man ein Problem hat, muss man sie ja zumindest einmal ansprechen. Wo denn? Soll man das innerhalb des Paar? Vielleicht hat man auch ein bisschen Hemmungen, darüber zu reden. Wie soll man da vorgehen? Naja, wenn ein Paar das kann, also, dann ist es ja schön und dann entsteht auch wieder was. Aber das Paar, was wir jetzt gerade gehört haben, den ist so ein bisschen verloren gegangen. Und wenn die jetzt eine Unterstützung findet, zum Beispiel beim Hausarzt oder sie beim Gynäkologen, sie hat ja auch erzählt, dass sie Schmerzen hatte, dann ist sie medizinisch behandelt worden. Dann ist natürlich schön, wenn der Arzt auch sowas anbietet und sagt, wie ist denn mit der Sexualität? Was kann denn Sexualtherapie? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, bei so einem Paar, wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, wenn die kommen und sagen, wir haben so Hemmungen und es fällt uns schwer und eigentlich möchte man gern wieder, aber wir trauen uns nicht so und er will ihr nicht wehtun und so, dann kann der Therapeut schon auch erstmal die Kommunikation unterstützen. Und je nachdem, wenn es halt schwieriger ist und jemand wirklich Angst hat, dann gibt es so spezielle Techniken. Also da gibt es Körperübungen, die man als Hausaufgaben machen kann. Und dann manchmal die Liebe neu entdecken, auch ganz anders entdecken. Mhm. Was ist das Erste, was Sie gesagt haben? Was ist das? Was so eine Streichelübung, oder ja. Was meinte sie? Naja, dass das Paar zum Beispiel ausmacht, man braucht jetzt gar nicht so diesen typischen Sex, wo er in sie eindringt, sondern man will einfach erstmal nochmal sich spüren lernen und was ausprobieren und eine erotische Situation gestalten. Und dann ist die Angst aber nicht so groß, zum Beispiel für den Mann, dass die Erektion nicht hält, weil das gar nicht das Ziel ist. Also das heißt, man kann sich wieder lernen, in eine Sexualität einzubringen. Geht das für alle? Also Paare sind so unterschiedlich, aber die sich noch lieben, sage ich jetzt mal, ja, die gut miteinander sind, die, wo jetzt nicht so eine Streitsituation ist oder so ein Kampf, die können gut was entwickeln und manchmal auch was Neues entdecken. Mhm. Ja. Aber wenn so ein Konflikt im Raum ist, ist es natürlich viel schwieriger. Mhm. Braucht Sexualität für eine glückliche, erfüllende Beziehung? Also so eindeutig würde ich das nicht formulieren. Also ich glaube, Körperlichkeit ist eine große Quelle der Kraft für ein Paar. Das Kuscheln, das Nahsein, so in der Körperbeziehung sein, ist für viele gut. Und wie weit es nachher erotisch wird und sexuell wird, das entscheidet das Paar ja auch. Ja. Mhm. Mhm. Also je nach Alter einfach auch. Manche haben ja auch medizinische Probleme und manches geht nicht mehr so. Und dann ist das Kuscheln manchmal das Wichtigste. So. Ja, weil das wirklich auch an Lebensqualität Mehrwert auf jeden Fall gibt. Genau, ja. Es gibt aber auch Situationen, wo man einfach sehr viel Stress hat oder Burnout oder Depressionen. Und dann schläft die Sexualität ein. Wir werfen noch mal einen Blick auf das Paar, das wir vorher gerade gesehen haben, weil er den Burnout durchgemacht hat. Ich bin ein Körpermensch. Also ich werde gerne berührt, ich habe gerne, wenn man mir ankommt. Ich brauche Körpernähe. Das hat mir schon recht gefällt. Aber ich habe natürlich eben auch gemerkt, dass er mit sich selber dermassen beschäftigt ist, dass er so viel Kraft braucht für seinen Alltag, dass ich ja, da halt einfach zurückgestanden bin. Brutal gesagt. Ich habe ja natürlich durch die Burnout-Thematik einerseits, wie aber auch
oder Arbeitsplatzproblematiken, die weiter bestehen, halt einfach ganz einen anderen Fokus gehabt. Da musst du wirklich der Mühe geben, dass nachher eigentlich nicht in ein Schuldgefühl-Thema oder einfach vorschauen von Tag zählen, wo nicht, oder? Also von dort her Druck aufbauen. Eben, wo man sich eigentlich etwas Schönes ist, etwas auch wertschätzend und eigentlich auch dazugehört zu einer guten Partnerschaft. Und das muss auch nicht unbedingt eben das Schönste von den schönsten Erlebnissen sein, sondern einfach ganz etwas Normales. Und das hast du nicht hergebracht, etwas Normales. Das tut einem dann natürlich, wenn man sonst schon ein bisschen psychisch nicht so wahnsinnig gut unterwegs ist, hilft das logischerweise der Psyche nicht. Oder? Das ist so eine Wechselwirkung, die eigentlich wettisch, aber du kannst nicht. Darüber geredet haben wir eigentlich nach dem ersten, was er in der Klinik war. Ja, wo wir eigentlich auch professionell medizinisch begleitet worden sind und das Thema wirklich konkret angesprochen worden ist. Also ich habe dann natürlich wieder realisiert, dass ich trotz allen medizinischen Herausforderungen eigentlich doch wieder sollte für ein Grundbedürfnis, das wir als Mensch haben, Zuneigung, Intimität, eigentlich, dass wir das wieder unbedingt müssen können, mehr praktizieren und natürlich eigentlich wieder in eine Selbstverständlichkeit kommen. Und wir haben es auch gemacht. Also, wir sind ermuntert worden und wir haben die Ermunterung gern angenommen. Es ist eigentlich, natürlich ist es zurückgekommen von einem Schützensetting, wo halt wirklich 7 Tage in der Woche dort bist, zurück wieder in den Alltag. Aber wir sind dort gut unterwegs. Ich habe schon gemerkt, dass er etwas mehr Gelassenheit war, etwas mehr berühren, streicheln, stimulieren. Das hat sich verändert gegenüber früher. Das ist so, dass nach dem Mittag, das funktioniert eben gerade noch besser. In dem Sinne eigentlich kommen, dass das natürlich nachher schon etwas auslöst beim Gegenüber. Und das ist nicht negativ, das ist eigentlich etwas Positives. Frau Wetzelrichter, wenn man Depression oder Burnout behandelt, verwacht denn Sexualität automatisch wieder oder müssen wir das separat angehen? Ja, wenn die Depression weicht, kommt ja die Lebensfreude, wenn es gut läuft, wieder. Und auch so die Lust an der Sexualität kann sehr wohl auch einfach spontan wiederkommen. Aber manchmal ist so eine Blockade da, eben so das Ängstliche, das Selbstunsichere. Und wir haben in der klinischen Situation gerne darauf hingewiesen, also das Paar auch informiert über solche Phänomene, dass das durch die Depression weggeht, dass wieder kommen mag, aber auch einfach das Gespräch darüber angeboten. Jetzt gibt es natürlich noch andere Krankheiten, schmerzhafte Krankheiten, rheumatische Krankheiten, Arthrose oder eine Krebsdiagnose. Mhm. Und dann rutscht Sexualität wirklich in den Hintergrund. Oder wenn man dann trotzdem denkt, für Beziehung wäre es schön, da Sexualität zu pflegen, wie findet man da den Rang wieder? Mir fällt gerade ein Beispiel ein aus der Hausarztpraxis. Ein Patient, der hatte eine Prostataoperation und hinterher sind viele Männer ja impotent. Und dann habe ich ihn angesprochen, ob er Unterstützung bräuchte, Medikamente und die Frau auch. Und dann sagt er, ach, Frau Doktor, das ist aber lieb, dass Sie sich da Sorgen machen. Aber wie Sie mir kuscheln und es ist gut so. Und es war ein älterer Herr, so um die 70. Ja, und es war für ihn die neue Form, miteinander umzugehen. Mhm. Also auch das ist möglich, jetzt gerade wenn es um medizinische Sachen geht. Ja. Wie ist es, wenn in einem Paar ein Partner oder einer von beiden möchte und der andere nicht? Ja, das ist schon die schwierigere Situation, weil wenn dann einer hat Lust und braucht's und der andere braucht's vielleicht nicht mehr so. Und da ist manchmal schon auch die therapeutische Hilfe sinnvoll. Also vielleicht auch zu schauen, warum hat einer keine Lust mehr? Ist die Sexualität, die angeboten wird, nicht das Richtige? Oder ist er im Stress? Oder spielen andere Dinge eine Rolle? Und da braucht's viel Kommunikation, dass das Paar sich einigen kann. Oder der eine dem anderen auch Selbstbefriedigung erlaubt und sagt, du, wenn du es brauchst, mach das doch. Das ist häufig auch eine gute Lösung.
Es ist ja ein bisschen altersdiskriminierend, aber es gibt einmal die Meinung, im Alter braucht es keine Sexualität mehr. Aber so ist es nicht. Auch im Altersheim kann es das Bedürfnis haben. Ja, ja, gerade die Altersheime, die sind ja gar nicht darauf eingestellt, dass da mal einer zum anderen ins Zimmer und ein bisschen kuscheln will. Und häufig ist es so, dass das Personal dann eher abblockt oder ja, das verbietet. Und das finde ich so schade. Ja. Und es geht ja häufig nur um Körperkontakt. Es geht nicht um die, wir sagen ja immer, penetrierende Sexualität, sondern einfach so was Schönes miteinander körperlich erleben. Mhm. Das ist so ein Grundbedürfnis des Menschen. Ja. Wenn man Hilfe möchte, wo findet man Hilfe? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich bin in Deutschland dabei, aufzubauen, dass viele Ärzte Angebote machen können, also die Gynäkologen, die Urologen, die Hausärzte ein Angebot machen, wollen wir über Sexualität sprechen, gerade wenn jemand so eine Krankheit hat wie ein Prostatakrebs oder so, dann ist es wichtig, dass man es anspricht. In der Schweiz gibt es auch Ausbildungsinstitute in Basel und in Zürich, wo man das lernen kann als Arzt oder als Therapeut und darüber dann Hilfe suchen. Und da gibt es auch Möglichkeit, im Internet Therapeuten zu suchen. Also man findet es. Ja. Oder der Hausarzt oder die Hausärztin darauf ansprechen, es gibt Sexualtherapeuten. Das würde ich machen. Also wir sind sehr dabei, die Hausärzte und die Gynäkologen und Urologen da zu schulen, dass sie helfen können, entweder selber helfen oder weiterverweisen. Und dass so diese ärztliche Ebene einfach auch eine Möglichkeit ist. Wir haben ganz viel angesprochen. Was ist Ihre wichtigste Botschaft in puncto Sexualität im Alter? Ja, dass jeder seine eigene Sexualität entwickeln darf, dass die, die allein sind, das sehr wohl auch tun dürfen, dass Sexualität kein Verlaufsdatum hat, wo es aufhört, sehr individuell, aber auch sowas wie eine Erlaubnis ist einfach auch was Schönes, was Kraft, eine Kraftquelle fürs Leben. Und deswegen denke ich, es ist gut, wenn gerade von ärztlicher und therapeutischer Seite das unterstützt wird. Dankeschön vielmals. Und noch weitere Erkenntnisse über Sexualität finden Sie in einem Zusatzinterview bei uns auf der Webseite und auch in einem Interview in der Schweizer Familie. Wir wechseln das Thema und reden über COPD. Das ist eine Lungenkrankheit, wo über 400'000 Schweizer davon betroffen sind. Es ist nicht heilbar und trotzdem, desto früher man es entdeckt, desto besser kann man es behandeln. Nach seiner Pensionierung wollte Josef Schuler mit seiner Frau das Leben in vollen Zügen genießen. Doch die Diagnose COPD stellte alles auf den Kopf. Irgendwann ist es dann einfach nicht mehr gegangen. Und das ist vorher, wir haben Reisen dürfen machen miteinander. Wir sind auf fast sämtlichen Kontinenten gsi, wo es gibt. Irgendwann hat es einfach dann einen Schnitt gegeben, durch meine Krankheit, dass das alles zusammen dann sehr, sehr mühsam oder sogar unmöglich geworden ist. Weil die dauernden Schmerzen, die dauernde Atemnot, immer wieder Atemnot bei kleinster Anstrengung, das schafft natürlich schon. COPD ist eine Lungenkrankheit, bei der sich die Atemwege immer mehr verengen. Diese Verengung ist chronisch und im Gegensatz zum Asthma, wo die Bronchien wieder gut aufgeweitet werden können, bleibt diese Verengung lange Zeit bestehen und verschlechtert sich sogar noch über die Zeit. Und die betroffenen Personen haben mehr Mühe, die Luft auszuatmen. Und der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung der COPD in den westlichen Ländern ist das Rauchen von Zigaretten. Fehlt die Luft? Versuchen Betroffene, sich zu schonen. Doch dies ist kontraproduktiv. Uns ist lieber, wenn die Leute sich belasten, bis an die Grenze gehen, auch Atemnot bekommen und lernen, keine Angst mehr vor der Atemnot zu haben. Und alles, was dabei hilft, sei es eben von der inhalativen Therapie oder auch bis zur Sauerstofftherapie oder weiteren Verfahren, ist dabei wichtig. Rückgängig kann man COPD nicht machen. Die Sauerstofftherapie hingegen ermöglicht, aktiv zu bleiben, auch mit einer Lungenkapazität von nur noch 40%. Es ist sehr gleich auch noch die Lungenliga bei mir ins Spiel gekommen.
Natürlich wegen den Apparaten, wegen den Konzentratoren. Also die Apparate, die mir den Sauerstoff in die Nase bringen. Einmal habe ich den stationären grossen Konzentrator. Das ist der, den ich jetzt habe, den ich jetzt dran habe. Dann habe ich einen kleinen in einem Rucksäckchen. Mit dem können wir posten, wir können ausgehen, wir können ein Ausfertchen machen. Ich kann ihn im Auto neben mich anstellen. Die neu gewonnene Autonomie ist entscheidend für den Therapieerfolg. Den Patienten soll so die Angst vor der Atemnot genommen werden. Das wirkt der sozialen Rückzugstendenz entgegen. Vor der muss man tatsächlich Angst haben, wenn Patienten sich dann nicht mehr mit ihren Freunden treffen, nicht mehr rausgehen, nur noch daheim in der Wohnung auf dem Sofa sitzen. Eine wichtige Stütze beim Umgang mit der Krankheit war Josefs Frau Germaine. Dank der Unterstützung, absolut, das muss ich einfach sagen von meiner Frau, dank der Unterstützung habe ich das alles ziemlich gut können verkraften. Gemeinsam mit seiner Frau machte sich Josef Schuler auf die Suche nach neuen Aktivitäten. Ich habe für mich die Küche entdeckt. Ich das selber plane, das kann selber einkaufen. Und wenn ich da mit dem Einkaufswegeli durch den Sursee-Park, durch das Einkaufszentrum durchgehe und meine Ware zusammensuche, dann komme ich auf eine bestimmte Anzahl Schritte, wenigstens das pro Tag. Das macht Freude. Und wenn ich am Abend dann die Schrittzahl anschaue auf dem Schrittzähler, ja, dann nehme ich mich entweder an der Nase oder ich habe Freude. Wir wissen einfach, dass Patienten, die mehr in Bewegung sind, dass die auch weniger hospitalisiert werden müssen und weniger schweren Krankheitsverlauf haben. Ich kann mir eigentlich heute noch nicht so richtig vorstellen, dass ich mit so wenig Lungenvolumen eigentlich noch so viel machen kann. Ja. Aber man kann. Man muss wissen, was man will, und dann kann man es. Wir haben gerade gehört, Rauchen ist der wichtigste Verursacher von COPD und aufhören mit Rauchen ist machbar. Allerdings holt man sich am besten Hilfe, z.B. bei der Lungenliga oder bei stopsmoking.ch. Wir sind am Ende der Sendung. Dankeschön fürs Zuschauen und ade miteinander. Nach einem Spitalaufenthalt können psychiatrische Patienten daheim weiter begleitet werden. Wir zeigen wie. Und wir reden, über was hilft, damit man wegen grünem Star nicht blind wird. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, Universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Violje, mehr als Labormedizin.